So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Woche beginnt doch relativ volatil, aber es war ja auch kaum anders zu erwarten. Die Bullen konnten den DAX heute früh nur auf 9.330 Punkte bringen. Prallte dann im Stundenchart wieder am EMA 10 oder an der Rainbow-Unterkante ab und steht jetzt aktuell an einem wichtigen Widerstand, nämlich im Wochenchart eben auf dem SMA 200 und gleichzeitig liegt hier noch ein offenes Gap vom 30.10. Also hier ist es jetzt eine Doppelunterstützung und ich schalte mal wieder im Wochenchart rein. Und hier sollte nun auch für meine bullische Haltung natürlich der DAX drehen. Darunter wäre noch knapp unter der 9000 Punkte Marke. Oder dann für mich eben die Anlaufstelle, Trendkanal-Unterkante. Aber bis dahin wäre natürlich extrem viel Luft. Bis hierher kann man es noch, kann man jetzt einen Stopp eventuell setzen. Ich werde auch die Strukturen in den unteren Zeitebenen genau beobachten und eine Long-Position dann aufnehmen. Bislang wäre hier eigentlich nur ein komplett antizyklischer Einstieg möglich. Weil natürlich, wie man sieht, ist natürlich die Abwärtsbewegung voll im Gange und die Bullen sind hier wirklich schwach gewesen und haben eben hier, kam nicht über 9.350 hinweg. Zu den Einzelwerten. Im Münchner Rück, einsam hier jetzt in der Kursliste im Plus. Die Infineon ganz unten, eine Adidas, Deutsche Bank, Commerzbank. Die Big Player sind eher jetzt hier im Mittelfeld, eine Bayer, Daimler, eine SAP auch. Ja. Da habe ich ja am Wochenende hier die Wochencharts gebastelt. Hier liegt die Bayer AG im Wochenchart, liegt aktuell leicht runter unter dem SMA 200. Die Daimler direkt drauf. Eine Allianz, liegt eigentlich eher noch im Niemandsland, aber halt noch die Unterstützung sind nicht weit weg. Bei der SAP habe ich ja gesagt, Tageschart liegt da hier im EMA 200 an. Also wie Sie jetzt hier sehen, sind einige wirklich an Unterstützungen dran. Hier an Monthly Widerstand, am Monatswiderstand. Und das war Siemens und eine BASF. Hat hier noch ein Fibo. Also für mich wäre es jetzt hier plausibel, wenn der Markt wirklich eine größere Gegenbewegung einleitet. Sonst, wie gesagt, sehen wir noch definitiv den Markt unter der 9000 Punkte Marke. Aber aktuell habe ich jetzt hier nicht neue Charts gebastelt, weil für mich jetzt hier die Priorität liegt, dass hier der DAX, dass man hier ein Tief findet. Das war es jetzt kurz und bündig. Wie gesagt, ich schaue, dass ich ein belastbares Tief rausfiltern kann und dann wird eine DAX-Long-Position aufgenommen. Danke fürs Zuhören, bis später.